Ja, und damit hallo und ein hallo, recht herzlich willkommen hier zu einem neuen, ja, sag ich mal, kleinen Nebenprojekt von mir, was ich jetzt mal ins Leben rufe. Wie ihr seht, stehen wir hier gerade nicht auf der nordfriesischen Marsch rum, wo ich ja eigentlich sonst bin. Nein. Und zwar, ich mache euch mal die Karte auf, dann seht ihr das. Befinden wir uns heute mal auf der schönen Saxonia. Ja. Und diesmal auch ohne Seasons, also das ist mal komplett normal. Ganz normaler Spielstand. Aber natürlich, wie ihr es gewohnt seid, mit Curseplay und mit Autodrive. Das ist auf jeden Fall wieder mit am Start. Ja, wie ihr seht, habe ich ja für den Anfang schon ein paar Felder da. Also sprich die Wiese 9, das Feld 11, Feld 13, Feld 1 und Feld 2. Ja. Und die sind natürlich alle, wer hätte es anders erwartet, erntereif. So, und da werde ich jetzt nämlich als allererstes mal meine Flotte starten, indem ich erstmal gucke. Ich glaube, auf irgendwo steht schon ein Trecker rum, in den Mähdrescher. Ich glaube, der steht hier vorne auf Feld 1 oder am Feld 1. Da werde ich nämlich gleich. Ach ja, hier war es Tor. Genau, hier ist nämlich Feld 1. Soweit kann ich gar nicht gucken, wie groß das Ding ist. Ja, und das Ding ist mit Weizen drauf voll. So, und da werden wir uns jetzt mal gemütlich das Ganze angucken. Ja, es gibt hier auch auf der Saxonia eine ganze Menge an Produktionen verbaut, die wir jetzt so nach und nach auch mit in Betrieb nehmen wollen. Aber ja, dazu später mehr. Das seht ihr ja dann, wenn es soweit ist. Bis jetzt haben wir noch nicht die möglichen oder die betrieblichen Mittel, um das zu können. So. Das erste, was wir jetzt hier machen, ist einen Kurs generieren für Feld 1. Und zwar, wir nehmen natürlich wieder Vorgewendebahn. Wir machen hier mal lieber 4, weil ich nicht weiß, inwieweit uns das hier ja, zugute kommt. Wir gehen auf 11,8 und wir gehen auf generieren. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir hätten sogar noch eine fünfte Bahn nehmen können. Oder? Ne, wir lassen es bei 4. Das ist gut. Mach's generell ich das nochmal, obwohl ich schon generiert habe. So, genau. Damit haben wir den generiert. Wir setzen ihn hier auf Wegpunkt ersten Wegpunkt Anfang. So, das haut alles hin. Das haut alles hin. Nur noch mal gucken, nicht, dass hier irgendwas aktiv ist, was ich nicht haben will. So, hier gebe ich jetzt dem Guten noch den Begriff bzw. das Feld Autodrive Feld 01, damit der weiß, aha, der Abfahrer weiß dann, welche er abtanken soll, und gehe hier auf Abfahrer einstellen. So, dann sollte er sich jetzt gleich in Bewegung setzen, sobald er ausgeklappt hat. Und ach so, ich hoffe mal, die Schwarterblauke ist an, das werden wir gleich merken. Strohablage ist an und er fährt los. Sehr schön. Gut. Damit hätten wir das schon. Da gehen wir jetzt nämlich hierher und holen uns mal einen schönen Traktor mit Hänger. So, jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken. Wo waren jetzt die Traktoren? Ne, hier war der Kuhstall. Moment. Ich muss mich erstmal selber hier orientieren. Irgendwo hier hinten war das doch, oder? Ach ja, hinten. Ja, genau. Und zwar brauchen wir jetzt noch einen Trecker. Welchen nehmen wir? Ist eigentlich, glaube ich, egal. Die sind alle relativ groß gehalten. Ja, und hier ist überall Shuttle Control noch an. Das muss ich jetzt immer komplett ausmachen. Dann geht das auch. So. Dann setzen wir den hier mal aufs Feld 1 an. Miststreuer. Dann ist das wahrscheinlich hier vorne der Hänger. Wo lang muss ich, dass ich da hinkomme? Oh Gott. Ja, ihr merkt, ich muss mich überhaupt erstmal ein wenig zurechtfinden. Neue Karte, komplett neues Gefüge. Das ist
Komisch, und warum fährt er jetzt bloß 23? Hallo? Gib mal Kette, Junge. Los geht's. Manu. 23, ich hab da eine Macke. Wie lange soll ich denn da jetzt hier fahren? So, da vorne den großen Joskin werden wir uns dann wahrscheinlich schnappen müssen. Gehe ich mal stark davon aus, oder? Ich glaube, den anderen haben wir gar nicht. Deswegen nehmen wir uns den. So. Oh, Alter. Ach ja. Das muss ich auf jeden Fall wieder rausschmeißen. Manuelles Ankuppeln. Habe ich ganz vergessen. Ups. So, noch irgendwas? Nee, ne? Eigentlich. Gut. Gut. So, dann werden wir ihm jetzt auch sagen, er soll bitte den Drescher abtanken. Feld Nummer 1. Hallo? Achso, das ist wieder so rum, so rum. Feld 01 und er soll es ins... ich hätte ja jetzt gesagt, wir schicken es erstmal ins Lager. Also Hof, glaube ich, ist das dann. Et Blue Lager, Diesellager, Düngelager. Ihr seht, es gibt hier eine ganze Menge an Lager. Ich weiß gar nicht, was ein... Achso, ein Samenlager. Ich habe Sammellager verstanden, aber okay. Hofsilo B-Laden, entladen. Genau. So. Dann haben wir das nämlich schon. Da macht er sich nämlich auch auf den Weg. Bäh. Des Weiteren werde ich mir jetzt den nächsten schnappen. Und zwar haben wir ja auf Feld, glaube ich, 11 müsste das sein. Genau. Feld 11 steht nämlich Mais rum. Und da werden wir uns nämlich den schönen. Den schönen Krone jetzt hier schnappen. Natürlich müssen wir ja wieder manuell ankuppeln. Ich muss das auf jeden Fall wieder rausschmeißen. Memo an mich selbst. Merken, bitte rausschmeißen für die nächste Folge. Das ist nervig. So, fahren wir auch schon hier raus, weil sonst sehe ich ja nicht. So. Mann, wackelt das rum. Ob das so sein soll, frage ich mich jetzt zwar. Okay. Keine Ahnung. So, und ihn schicken wir jetzt schon mal zum Feld 11. Feld 11. Einmal bitte hinfahren. So. Dann haben wir die Möglichkeit, jetzt erstmal noch einen zweiten Trecker uns zu schnappen, mit dem wir dann das Mais abfahren. So, das heißt, zweiter Trecker geschnappt, auch wieder schöner Fendt. Ja, natürlich müssen wir hier auch Shadow Control ausmachen. Das altbekannte Spiel. Das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen, dann haben wir es aber. War nicht noch irgendwo Shadow Control? Da. So, dann fahren wir jetzt mit dem guten Kollegen hier nämlich erstmal ein bisschen Mais häckseln. Ja, genau, nicht so schnell daran fahren, dankeschön. Oh, es ruckelt leicht. Kann ja wieder kein Ziel berechnen, aber ich krieg doch schon wieder die Krise. Na, mal sehen. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, ob das Ziel findet. Wenn nicht, können wir ihm immer noch helfen. Aber wir warten erstmal. So, er fährt jetzt auch erstmal zum Feld 11. Weil wir brauchen ihn ja dort dann.
Genau, der Ideal muss entladen werden, das ist richtig so. So, gucken wir mal. Er hat jetzt hier eine Tasche gebildet oder eine Lasche. Wo ist denn mein. Steht der jetzt dort und weiß nicht, wo du mit wieder herkommen soll oder was? Hallo. Ach. Okay. Hat sich alles schon gefunden. So. Hier haben wir dann sogar noch Hafer draufstehen auf der 13. Oha. Also, ja. Gut. Dann können wir nämlich. Das machen. Jetzt gehe ich erstmal zu meinem Maisfeld hier. Gucke ich mal, ob denn mein Häcksler schon da ist. Mein guter. Damit ich dann beginnen kann, aber ich glaube, der ist noch unterwegs, oder? Also bis jetzt hat er zumindest nicht gesagt, dass er sich irgendwo festgefahren hat. Das heißt, er ist also noch, ja, entweder unterwegs oder er ist schon da. Aber bis jetzt sehe ich ihn noch nicht. Was er natürlich erfährt, fällt 11 Platz woanders an, wo ich nicht damit rechne. Ich hoffe mal, dass mit Autodrive da oben funktioniert. Aha. Ist das hier Feld 11? Aha, dann kommt der ja dort an. Das ist schlecht. Das ist an der Stelle, wo ich eigentlich nicht will, dass er ankommt. Weil hier ist doof mit Anfangen. Aber egal. So, der ist entladen worden. Das sieht gut aus. Der fährt mit Weizen weiter. Oh. Hi. Oh, mit 13 km/h zu schnell. Alter Vater. Ja, da war aber sportlich unterwegs, würde ich sagen, der Kollege. So, was ist denn das hier eigentlich hier hinten? Ach, wie krass. So sieht der Zuckerrohr hier aus. Krass. Alter Vater, riesenhoch. So, und wo ist er denn, mein Fendi-Fend? Mein. Nee, ich meine noch. Mein Häcksler fehlt mir gerade noch. Wo eiert denn der rum? Also, ich meine. So einen großen Umweg sollte er ja nur auch nicht fahren, oder? Oder muss er. Ach, da oben. Ach du Scheiße, das ist jetzt wohl immer hier ums Karree gefahren, alles klar. Okay. Gut, dann müsste er jetzt gleich da sein. Dann muss ich ihm jetzt. Dort vorne kommt er nämlich, genau. Okay. Da kann er ja eigentlich. Toll. Hätte man ja eigentlich dort vorne da anfangen können. Ja, egal. Ich fahre ihm gleich wieder zurück. Komm mal her, mein Bruder. Du bist ja angekommen, beziehungsweise wir fangen hier hinten an. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Weil ich glaube, Häcksler abfahren geht, glaube ich, nur über Curseplay, glaube ich. Weil mit Autodrive, das kriegt er nicht gebacken. So viel ich weiß. Dann müssen wir eben. Ach so, okay. Aha. Aber das wabelt mir aber auch ein bisschen viel hier rum. Schon mal ganz ehrlich sagen, wie kriege ich den jetzt da angehangen? So. Ja, mal gucken, ob der jetzt immer noch wabelt, wenn er ausgeklappt ist. Weil dann hat das Schneid. Weil guckt euch das mal an. Ah, jetzt. Gut. Dann hat das funktioniert. Okay. Gut, dann müssen wir hier wirklich Feldarbeit. Und dann müssen wir Feld 11 wirklich mit Curseplay ernten lassen. So, brauchen wir Vorgewände. Wir machen mal lieber. Zwei Vorgewände sollten, glaube ich, reichen. Scharf, hoch runter und wir gehen hier ein bisschen runter. So. Ich glaube, mit zwei Vorgewändebahnen sollte der eigentlich locker zurechtkommen. So, er soll hier am ersten Wegpunkt anfangen.
Dann gehen wir nämlich in unseren Fan, der hier hinten steht. Oder? Nee, der steht. Oder? Ach, der steht noch gar nicht hinten. Der steht da hinten irgendwie. Musste wohl Pause machen oder was? Kaffeekränzchen. Dann sag mal, mein Freund. Wir haben heute ein straffes Programm. Du kannst doch nicht einfach auf. Also anhalten. Ich glaube wohl. So. Dann werde ich dann hier gleich auf 10 km/h stellen schon einmal. Weil das sollte so ungefähr reichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist er denn hier vorne. Ja, und dann geht es auch schon los mit der Häckselei. Mal gucken, wie viel hier runterkommt. So, dann lassen wir uns mal ein bisschen Mais häckseln. Schon mal für unser Hofsilo, für unsere Kühe. Da haben wir nämlich dann schon ein bisschen was für die Kühe, die wir ja dann irgendwann auch mal haben wollen. Aber man sieht, es kommt gut was runter dabei. Das muss man ja mal sagen. Also geht wirklich gut was runter. Auch beim Weizen, der ist jetzt. Wie weit ist der jetzt? Der hat 35. Okay. Er ist aber blockiert. Warum? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt denselben Fehler hat wie auf der NF. Wo er dann auf einmal nicht mehr umstellt von Zurücksetzen vom Drescher auf normal. Dann weiß ich gerade nicht, was das für ein Schwachsinn soll. Da muss ich mich dann auch nochmal belesen, warum das dann nicht ist. Also das ist nämlich, wenn es so ist, ist es nervig, weil dann muss ich nämlich jetzt jedes Mal wieder hinspringen und muss den wieder retten. War eigentlich nicht so geplant. Und war eigentlich auch nicht mein Plan für heute. So, naja, mal gucken. Dann wollen wir hier mal ein bisschen Häcksel-Action machen. Ich meine, gut, was ich mal probieren könnte, weil wenn du hier den Drescher abtanken kannst, wo muss denn das dann rein? Warte, Futterwerke, nein, Hof. Einen Fermenter könnte man es hinpacken, glaube ich, aber das passt nicht. Stroh und Futterlager, Waschplatz. Okay. Also. Warte mal, Kuhstall. Kuhstall, Futter, Milch, Wasser. Okay. Man kann es also nicht. Oh. Okay. Das ist halt das Problem. Du kannst es halt nicht. Nirgendwo hinkippen. Das bedeutet, wir machen das doch jetzt manuell. Ich dachte wenigstens, das ist irgendwie dort mit vermerkt, aber nein, leider nicht. Naja, gut. Dann fahren wir jetzt mal noch die erste Ladung ins Silo und dann ist auch schon die Folge wieder zu Ende, meine Freunde. Wahnsinn, wie die Zeit doch verflogen ist. So, jetzt muss ich bloß mich erstmal wirklich zurechtfinden. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich das alles im Griff habe, wo was hingehört. Aber ja, mir macht die Karte jetzt schon richtig viel Spaß. Also ich bin echt positiv überrascht über die Größe von dem, was es hier zu machen gibt. Ja, und ich sehe gerade, wahrscheinlich muss ich den meinem 1050 kleiner sagen, er soll bitte mal weiterfahren, weil er wieder mal nicht begriffen hat, dass er eigentlich abladen soll. Das ist wieder so dieses Thema, dieses Leidige.
So, jetzt sind wir schon mal hier auf dem Hof. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir können doch hier hinten rumfahren, richtig? Weil wenn ich jetzt richtig bin, ist doch hier hinten irgendwo der Kuhstall. Oder? Hier haben wir das, genau. Ah, da hinten, okay, es ist. Hier ist nämlich der Kuhstall, genau. Und hier haben wir ja schon unser kleines winziges, süßes Silo. Und mit winzig und süß meine ich winzig und süß. Weil ihr seht, das ist wirklich. Winzig und süß. Damit haben wir die erste Ladung abgekippt. Und ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, Einschalten und dabei sein. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, und ihr mehr sehen wollt, dann lasst natürlich gerne mal eine Bewertung da, Kommentare oder halt auch gerne ein Abo. Und natürlich sei auch nochmal gesagt, für alle Neuankömmlinge hier auf dem Kanal, sei gesagt, aktiviert unter dem Video mal die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und ihr seid immer brandaktuell informiert, wenn hier irgendwas Neues erscheint. In diesem Sinne, meine Freunde, das war's von hier. Tschüssikowski, bis später.